Mein Name ist Florian Marquardt und ich will Ihnen heute etwas über das Thema künstliche Intelligenz und Physik beibringen. Ich arbeite als theoretischer Physiker am Max-Planck-Institut für die Physik des Lichts in Erlangen und außerdem an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Und meine Gruppe hat sich in den letzten Jahren sehr intensiv mit der Anwendung von Methoden der künstlichen Intelligenz auf die Physik befasst. Und das ist das Thema, über das es heute gehen soll. Dieser Online-Vortrag heute Abend findet statt in der Reihe Moderne Physik am Samstagmorgen. Natürlich ist heute Mittwochabend und nicht Samstagmorgen. Ich dachte mir, wenn wir ohnehin einen Online-Vortrag machen, ist das vielleicht angebracht. In diesem Semester aus gegebenem Anlass findet die Vortragsreihe leider nicht im Hörsaal statt, so wie normalerweise. Normalerweise haben wir ja vier Vorträge im Semester, bei denen Themen aus der modernen physikalischen Forschung allgemein verständlich erklärt werden. Wir hoffen, dass wir zumindest irgendwann in der Zukunft wieder dazu kommen, aber momentan eben anstelle dessen dieser Online-Vortrag. Nun geht es aber wirklich los. Künstliche Intelligenz und Physik heißt das Thema. Und wenn wir an künstliche Intelligenz denken, sollten wir zuerst mal uns dessen bewusst werden, woher unsere natürliche Intelligenz stammt. Das heißt, wir können das Gehirn betrachten, hier ein Querschnitt durch ein Gehirn. Und es gibt viele verschiedene Wege, sich dem Gehirn zu nähern. Aber eine sehr vereinfachende Darstellung wäre doch, dass das Gehirn sowas ist wie eine informationsverarbeitende Maschine. In dem Sinne nämlich, dass wir irgendeine Beobachtung machen oder wir hören ein Geräusch und dann verarbeitet unser Gehirn diese Beobachtung und aus dieser Verarbeitung heraus ergibt sich etwas. Zum Beispiel eine bestimmte Handlung, die wir unternehmen oder wir haben etwas erkannt oder wir sprechen dann etwas aus. Wir sagen zum Beispiel, welches Objekt wir erkannt haben. Und beispielsweise, wir sehen das Bild einer Glühbirne und in einer Zehntelsekunde oder dergleichen können wir es als solches identifizieren. Und das Erstaunliche dabei ist doch, wir können eine Glühbirne erkennen, ziemlich egal, in welchem Blickwinkel oder in welcher Beleuchtung oder so wir diese Glühbirne wahrnehmen, auch wenn wir dieses ganz spezielle Bild niemals zuvor so genau gesehen haben. Das heißt, was hier auf keinen Fall passiert ist, dass wir irgendwie Milliarden von verschiedenen Bildern von Glühbirnen im Gehirn abgespeichert hätten und vergleichen dann nach und nach mit jedem dieser Bilder. Und wenn wir eine Übereinstimmung sehen, dann werden wir sagen, das ist eine Glühbirne. So einfach geht es nicht. Das heißt, das Gehirn ist sehr, sehr flexibel. Und das ist nun zumindest aus der Sicht eines Computerwissenschaftlers doch sehr erstaunlich. Dann würde man versuchen, einen Algorithmus zu bauen, einen Computeralgorithmus zu schreiben, ein Programm, was genauso flexibel sein soll und auch all diese Bilder korrekt als Glühbirne identifizieren soll, man würde praktisch scheitern. Ja? Also es ist extrem schwierig, ein Computerprogramm, einen Algorithmus zu entwerfen, der diese allgemeine Aufgabe gut bewältigen kann, diese Bilderkennungsaufgabe gut bewältigen kann. Und so ist es nicht verwunderlich, dass Leute sich vor langer Zeit schon gefragt haben, wie kommt es eigentlich zustande, was passiert im Inneren des Gehirns? Und wir wissen heutzutage, da laufen elektrische Signale entlang von Nervenfasern und die Grundbaueinheit des Gehirns sind einzelne Nervenzellen, von denen wir viele Milliarden besitzen. Hier ist ein sehr frühes Bild von einem der Pioniere der Neurobiologie, Ramon y Cajal, einem Spanier. Und das ist also, was in unserem Gehirn passiert. Eine unmäßige Anzahl von miteinander verknüpften Neuronen, die über elektrische Pulse Signale austauschen. Die Frage ist natürlich, kann man etwas Ähnliches bauen, was künstlicher Natur ist, was zumindest die Designprinzipien übernimmt, wenn auch vielleicht nicht genau auf dieselbe Weise implementiert. Und diese Frage haben sich Leute schon vor mehr als einem halben Jahrhundert gestellt. Können wir künstliche neuronale Netze bauen und können wir die so gestalten, dass sie ähnlich flexibel reagieren wie diese echten neuronalen Netze im Gehirn? Und das Ergebnis ist ganz schematisch hier angedeutet. Wir kommen
vielleicht später noch einmal darauf zurück, eine Anzahl von künstlichen Neuronen, das sind die Punkte, die auch miteinander verknüpft sind und die ebenfalls in der Lage sind, aus einer Beobachtung beispielsweise ein Ergebnis zu folgern. Zum Beispiel, die Beobachtung könnte wiederum ein Bild sein und das Ergebnis könnte sein, dass dieses Bild korrekt als Glühbirne erkannt wird. Und die Idee, die grundlegende Idee, wie solche Netze funktionieren, ist, dass man zunächst mal dem Netz viele, viele Trainingsbilder zeigen muss. Und da ist wichtig, dass man dazu sagt, es handelt sich um eine Glühbirne oder es handelt sich um einen Vogel oder um einen Hund oder um eine Katze. Und nachdem es viele Hunderttausende von diesen Trainingsbildern gesehen hat und nachdem es auf clevere Weise verändert worden ist, wir kommen später dazu, ist es tatsächlich in der Lage, ein Bild richtig zu klassifizieren, was nie zuvor vom Netzwerk gesehen wurde. Ähnlich wie das echte Gehirn flexibel ein Bild erkennen kann, was in genau dieser Form zumindest noch niemals gesehen wurde. Und das ist sozusagen das Grundprinzip, um das es heute gehen soll. Und ich werde im Verlauf des Vortrags Ihnen erklären, wie so ein neuronales Netz aufgebaut ist, wie es funktioniert. Und dann werde ich zu der Vielzahl von verschiedenen Anwendungen kommen, speziell auch in der Wissenschaft und in der Physik. Ein ganz wichtiger Meilenstein war 2012. Ich habe vorhin gesagt, schon seit den 50er Jahren wird an künstlichen neuronalen Netzen gearbeitet. Aber 2012 war zum ersten Mal, dass ein neuronales Netz alle anderen Algorithmen geschlagen hat in einem dieser Wettbewerbe, die gerne von Computerwissenschaftlern, von Informatikern veranstaltet werden. Und dieser spezielle Wettbewerb ging also um Bilderkennung. Da werden zuerst viele, viele Trainingsbilder vorgegeben, bei denen bekannt ist, welches Objekt dargestellt ist. Und dann muss man versuchen, aus diesen Trainingsbildern heraus irgendwie einen cleveren Algorithmus zu generieren oder in diesem Fall hier ein neuronales Netz zu trainieren. Und dann wird es getestet an Bildern, die es nie zuvor gesehen hat. Und tatsächlich seit 2012 war immer ein neuronales Netz der Gewinner in diesem Wettbewerb. Und inzwischen sind neuronale Netze in der Erkennung dieser Bilder tatsächlich besser als Menschen. Hier ist ein anderes Beispiel aus noch jüngerer Vergangenheit. Vielleicht ist Ihnen das Brettspiel Go ein Begriff. Im Prinzip hat es extrem einfache Regeln. Die Spieler legen abwechselnd weiße und schwarze Steine und wollen sich gegenseitig umzingeln auf dem Brett. Im Prinzip sind die Regeln sehr viel einfacher als beim Schach. Aber es gibt sehr, sehr viel mehr Spielkombinationen. Und deswegen ging man lange Zeit davon aus, dass es noch sehr, sehr lange dauern würde, bevor Computer in der Lage wären, genauso wie sie beim Schach schon längere Zeit in der Lage sind, tatsächlich Menschen zu schlagen. Mit der Hilfe von neuronalen Netzen ist es aber nun schon vor ein paar wenigen Jahren gelungen, dass tatsächlich ein Computerprogramm, das heißt ein neuronales Netz, in der Lage war, die weltbesten Spieler in diesem Spiel von Go zu schlagen. Und hier ist ein Zitat von einem dieser weltbesten Spieler, der damals gesagt hat, nachdem er geschlagen wurde von diesem neuronalen Netz, nachdem die Menschheit viele, viele tausend Jahre verwendet hat, die Taktiken in diesem Brettspiel zu verbessern, sagen uns die Computer jetzt, dass das alles falsch war. Und er würde eben behaupten, dass kein einzelner Mensch sozusagen auch nur dem Kern der Wahrheit dieses Brettspiels nahegekommen ist. Und seit ungefähr 10 oder 8 Jahren gibt es tatsächlich eine förmliche Explosion von Anwendungen neuronaler Netze in der Technik. Nicht nur in der Bilderkennung, sondern auch in der Spracherkennung, in der Übersetzung. Tippen Sie mal etwas in Google Translate heutzutage ein. Das ist extrem gut. In der Steuerung von Robotern und so weiter. Das sind Beispiele von Anwendungen in der Technik. Heute in diesem Vortrag soll es aber vor allem auch gehen um Anwendungen in der Wissenschaft. So, und jetzt wollen wir einen Schritt zurück machen und uns fragen, wie wird denn ein solches neuronales Netzwerk wirklich trainiert? Was geht da im Inneren vor sich? Das ist nochmal ein neuronales Netz dargestellt. Jeder Punkt, jeder blaue Kreis ist ein Neuron, ein künstliches Neuron, eine künstliche Nervenzelle. Aber im Vergleich zu einem echten Neuron in der Biologie ist es extrem einfach, denn zu jedem Zeitpunkt enthält dieses Neuron nur eine einzige Zahl. Jedes Neuron wird nur durch eine einzige Zahl beschrieben, sozusagen die Aktivität des Neurons, wie stark es angesprochen wird.
Was man weiterhin in diesem Bild sieht, ist, dass es Verknüpfungen zwischen den Neuronen gibt, gerade so wie im echten Gehirn. Und schließlich sind die Neuronen auch noch der Einfachheit halber in verschiedenen Schichten angeordnet. Und diese Schichten haben sogar Namen. Die unterste Schicht hier ist die Eingangsschicht. Wir kommen gleich dazu. Da wird sozusagen, sagen wir, das Bild hineingesteckt, was dann erkannt werden soll. Dann gibt es verschiedene verborgene Schichten, die wichtig sind für die Berechnung, die von dem neuronalen Netz ausgeführt wird, die aber sozusagen von außen nicht sichtbar sind, deswegen verborgen. Und dann gibt es eine Ergebnisschicht, wo angezeigt wird, was ist denn das Ergebnis, was das neuronale Netz vorhersagt. In der Bilderkennung wäre das dann die Kategorie des Bildes, die das neuronale Netz meint, erkannt zu haben. Okay, so das ist das Grundprinzip von einem neuronalen Netz. Und das ist die einzige Formel in meinem Vortrag, weil ich denke, zumindest manche von Ihnen haben vielleicht doch einen mathematischen Hintergrund. Hier will ich ganz kurz schildern, was ist das Grundprinzip des mathematischen Verarbeitungsschrittes? Was ist der elementare mathematische Schritt, der in solch einem neuronalen Netz passiert? Und zwar haben wir hier die Situation, dass wir zwei Neuronen haben. Ich nenne sie Y1 und Y2. Und dann ein neues Neuron in einer höheren Schicht, dessen Wert nun berechnet werden soll aus den schon bekannten Werten der unteren Neuronen. Und was da passiert, sind genau zwei Schritte. Beide Schritte sind eigentlich sehr einfach. Der erste Schritt ist eine sehr simple lineare Überlagerung. Das heißt, jeder dieser Werte, die wir schon haben, y1 und y2, wird nochmal multipliziert mit einem Gewicht, hier genannt w1 und w2, und dann werden die aufaddiert. Das heißt, der Mathematiker nennt sowas eine lineare Funktion, im Prinzip die allereinfachstmögliche Funktion, die man haben kann. Und damit es aber nicht zu einfach ist, denn das allein würde noch nicht ausreichen, um den künstlichen neuronalen Netzen diese große Macht zu verleihen, wendet man noch eine nichtlineare Funktion an. Das Ergebnis der linearen Überlagerung wird in eine nichtlineare Funktion gesteckt, die wiederum aber ganz einfach aussehen kann. Hier ist so eine geglättete Stufenfunktion angedeutet. Das heißt, wenn der Eingangswert sehr negativ ist, kommt 0 raus. Wenn er sehr positiv ist, auf der anderen Seite kommt 1 raus und dazwischen gibt es einen glatten Übergang. Das ist so ein bisschen dem Gehirn nach empfunden, wenn da in einem Neuron viele Eingangsimpulse von anderen Neuronen ankommen, dann wird es auch selber wieder Signale generieren und ansonsten bleibt es still. Und diese beiden elementaren Schritte passieren nun immer wieder wiederholt zwischen den einzelnen Schichten. Und das einzig Schlaue daran ist, dass diese Gewichte, die ich hier angedeutet habe, sozusagen die Verbindungsstärken angeben zwischen den Neuronen und dass diese Gewichte im Laufe der Zeit verändert werden können. Und das ist diese Veränderung, die dann für das Training sorgt. Okay, das war also, wie gesagt, die einzige Formel, die ich hier kurz erklären wollte. Und jetzt kommen wir zurück zur elementaren Funktionsweise des neuronalen Netzes. Was also nun wirklich passiert ist, wenn ich von dem neuronalen Netz wissen möchte, dieses Bild, was dir vorgelegt wurde, ist das nun eine Katze oder ein Hund? Was passiert dann? Nun zunächst werden die Bilddaten, das Bild wird mathematisch beschrieben durch die, sagen wir, die Graustufenwerte der einzelnen Bildpunkte, werden diese Bilddaten in die Eingangsschicht geschrieben. Da stehen jetzt viele Zahlen drin, die das Bild repräsentieren. Und dann wird in einem Schritt aus den nun schon bekannten Neuronenwerten der Eingangsschicht, werden die Neuronenwerte der ersten verborgenen Schicht berechnet, auf die Weise, die ich gerade geschildert habe. Also ein linearer Schritt und ein nichtlinearer Schritt. Und im nächsten Schritt passiert nun genau dasselbe, nur für die nächsthöhere Schicht und dann nochmal für die nächsthöhere Schicht, bis wir schließlich in der Ergebnisschicht angelangt sind. Und die Zahlenwerte in der Ergebnisschicht, die müssen dann eine spezielle Bedeutung haben. Zum Beispiel, wenn die Zahl besonders groß ist, könnte das bedeuten, das ist eine Katze. Wenn die Zahl klein ist, dann bedeutet das vielleicht, das ist ein Hund. Das hängt je von der Anwendung ab. Aber die Ergebnisschicht sagt einem dann, das neuronale Netz hat in diesem Bild Folgendes erkannt. Okay. Auf diese Weise kann ein neuronales Netz also aus Eingangsdaten irgendwelche Ergebnisse berechnen. Die Frage ist jetzt aber, woher weiß es, wie diese Berechnung ausgeführt werden soll? Zum Beispiel, woher weiß es, dass es eine Katze von einem Hund unterscheiden soll? Und was da nun reinkommt, ist das Training, von dem ich vorhin kurz schon sprach.
Das neuronale Netz weiß zunächst mal überhaupt nichts. Es hat zum Beispiel völlig zufällig initialisierte Gewichte, das heißt, die Verbindungsstärken sind einfach zufällig gewählt und dementsprechend kommt auch ein völlig zufälliges Ergebnis raus. Am Anfang ist das neuronale Netz komplett unfähig, irgendwas Vernünftiges zu machen. Und die wesentliche Idee ist jetzt eigentlich denkbar einfach. Man gibt viele Trainingsdaten vor, lässt das neuronale Netz jeweils berechnen, was das neuronale Netz als Ergebnis liefern würde und überlegt sich dann, wie müsste ich die einzelnen Gewichte, die einzelnen Verbindungsstärken verändern, derart, dass das Ergebnis des neuronalen Netzes etwas näher am korrekten Ergebnis liegt. Ich will das hier kurz illustrieren. Man könnte sich zum Beispiel fragen, was passiert denn, wenn ich diese Verbindungsstärke, die ich hier kurz angedeutet habe, diesen dickeren Strich, wenn ich die verändern würde, wenn ich die zum Beispiel vergrößern würde, was würde dann passieren? Nun, in der Berechnung würde dann natürlich sich sofort auch ein anderer Wert für das Neuron hier oben ergeben, für dieses jetzt orange markierte Neuron. Und infolgedessen würden sich auch andere Werte für die Neuronen, die noch weiter oben liegen, ergeben. Das heißt, die Veränderung eines einzelnen Gewichtes, einer einzelnen Verbindungsstärke, hat weitreichende Konsequenzen bis hin zur Ergebnisschicht. Und das ist nun gut für uns, weil es könnte ja sein, das Ergebnis war nicht ganz das, was wir haben wollten. Zum Beispiel, die Werte der Ergebnisneuronen waren nicht groß genug, nicht so groß, wie sie eigentlich sein sollten. Dann können wir uns immer fragen, wie hätte ich denn die Gewichte anpassen müssen, derart, dass die Werte der Ergebnisneuronen näher an dem gewünschten Resultat liegen. Und das kann ich mich nicht nur fragen für ein einzelnes Gewicht, das ich verändern möchte, sondern im Prinzip für alle diese Verbindungen kann ich mich fragen, was wäre der Einfluss einer Veränderung auf das Ergebnis und geht es in die richtige Richtung, die gewünschte Richtung, dass ich näher am korrekten Resultat liege. Okay, das ist also das Grundprinzip. Und dieses Grundprinzip wird nicht nur einmal angewendet, sondern sehr, sehr oft. Es gibt ganz viele verschiedene Trainingsdaten, zum Beispiel für die Bilderkennung, ganz viele verschiedene Trainingsbilder, beispielsweise von Hunden und Katzen oder von Glühbirnen in verschiedenen Orientierungen. Und für diese jeweiligen Trainingsdaten lassen wir das Netz das Ergebnis berechnen. Das Ergebnis wird nicht ganz das korrekte sein, vielleicht wird es auch völlig falsch sein. Und wir fragen uns jedes Mal, wie müsste ich die Gewichte im Netzwerk anpassen, derart, dass ich ein bisschen näher am korrekten Resultat liege. Und wenn ich das 100.000 Mal oder 1.000.000 Mal für verschiedene Trainingsdaten gemacht habe und habe immer die Gewichte wieder in die richtige Richtung angepasst, dann ergibt sich so langsam ein Netzwerk, was wirklich in recht guter Näherung die korrekten Resultate liefert. Das ist also das ganze Grundprinzip hinter dem Training von neuronalen Netzen. Okay. Ich will das hier kurz illustrieren an einem schönen kleinen Beispiel. Das ist noch ein bewusst einfach gehaltenes Beispiel, aber schon ganz lustig. Nehmen wir an, es gibt nur zwei Eingangswerte, also zwei Eingangsneuronen. Und es gibt nur einen Ausgangs-, ein Ergebnisneuron. Ja? Was dann das neuronale Netz de facto macht, ist, es nimmt zwei Zahlen, die Eingangswerte, und macht daraus eine Zahl, den Ergebniswert. Und der Mathematiker würde sagen, ich habe eine Funktion von zwei Variablen, nämlich den zwei Eingangswerten. Und die kann ich in vielen verschiedenen Weisen auftragen, insbesondere aber auch hier in so einem farbigen, in einer farbigen grafischen Darstellung. Das heißt, ich sage, die beiden Eingangswerte trage ich auf als Koordinaten x und y in diesem zweidimensionalen Bild. X sagt, wie weit ich nach rechts gehe, y sagt, wie weit ich nach oben gehe. Und dann trage ich den Wert der Funktion auf als Farbe. Zum Beispiel rot bedeutet große Werte und blau bedeutet kleine Werte. Und auf diese Weise kann ich eine beliebige Funktion sozusagen schön als farbiges Bild auftragen. Und wenn nun mein Ziel ist, dass ein neuronales Netz diese Funktion lernt, was müsste ich dann machen? Dann müsste ich zufällig einen der Punkte auswählen, der entspricht zwei Koordinaten, x, y, x und y, und müsste das neuronale Netz fragen, was ist denn deine Vorhersage, was ist denn dein Ergebnis für diesen Punkt? Und dann wird sich ergeben, das neuronale Netz liegt ein bisschen daneben und ich ändere seine Gewichte. Das ist ja diese Trainingsidee. Und dann werde ich das wieder machen für einen anderen Punkt. Und auch da wird das neuronale Netz wieder ein bisschen die falsche Vorhersage liefern. Und dann werde ich die Gewichte wieder anpassen.
mache ich das wieder und wieder und wieder, sehr, 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 sehr oft für viele verschiedene Punkte. Und jedes Mal passe ich die Gewichte an und langsam wird sich das neuronale Netz also verändern in diesem Training. Das möchte ich nun illustrieren, aber nicht auf so einer langweiligen Funktion wie hier gezeigt, sondern auf einer Funktion, die selber ein Bild repräsentiert. Also das ist die Funktion, die das neuronale Netz lernen soll. Eine Funktion, die, wenn man sie als farbig aufträgt, ein Bild von einem Gesicht darstellt. Okay. Und was Sie nun gleich sehen werden, ist ein kleines Filmchen. In dem Film habe ich das neuronale Netz trainiert und nach jedem Trainingsschritt habe ich das neuronale Netz abgefragt. Was ist denn deine Vorhersage für beliebige Eingangswerte, sodass ich dann die Funktion, die das neuronale Netz momentan liefern würde, auch als Bild anzeigen kann. Und Sie werden sehen, am Anfang ist dieses Bild, hat überhaupt nichts gemeinsam mit dem Gesicht, was eigentlich unsere Zielfunktion sein soll. Aber im Laufe der Zeit, indem ich auf Hunderttausenden und Millionen von Punkten trainiere, wird das neuronale Netz immer besser und besser. Und ich möchte kurze Warnung geben, wenn Sie flackernde Bilder nicht so gerne mögen, dann sollten Sie jetzt vielleicht nicht zuschauen, weil dieser Trainingsprozess ist auch ein bisschen stochastisch, das heißt, es fluktuiert. Das neuronale Netz sozusagen beim Training wird ein bisschen fluktuieren. So, jetzt werden wir gleich sehen. Upsi. Ja, man sieht hier, sorry. Man sieht hier, was passiert. Am Anfang sieht man noch nicht sehr viel. Aber schon nach kurzer Zeit merkt man, das neuronale Netz beginnt zu begreifen, was wir von ihm wollen. Und es kann zumindest schon angenähert die Konturen dieses Gesichtes wiedergeben. Und das wird jetzt im Laufe der Zeit, in dem das neuronale Netz immer besser und besser trainiert wird, auch immer bessere Züge annehmen. Man sieht jetzt die Augen schon deutlich, man sieht den Mund. Und wenn man noch länger wartet, dann wird man tatsächlich sehen, dass das neuronale Netz eine immer genauere Näherung an die gewünschte Funktion, also an dieses gewünschte Gesicht. Ja, ich denke, das ist ein sehr schönes Beispiel dafür, dass neuronale Netze wirklich in der Lage sind, praktisch komplett willkürliche Funktionen zu lernen. Denn sozusagen dieses Gesicht ist ja komplett willkürlich, ich hätte auch was beliebig anderes vorgeben können. Okay, gut. Das war nun ein eher einfaches Beispiel, weil die Eingangsdaten waren nur zwei Werte und der Ausgangswert, das Ergebnis vom neuronalen Netz war nur ein Wert. Die viel interessantere Anwendung natürlich ist die Bilderkennung, die ich vorhin schon erwähnte. Und um was geht es da? Ich kam immer mit dem Beispiel, Katzen von Hunden zu unterscheiden. Was man hier hat, ist ein sehr bekanntes Trainingsbeispiel sozusagen aus der Informatik, nämlich viele, viele Bilder von handgeschriebenen Ziffern. Das ist offenbar wichtig, wenn man automatisiert Postleitzahlen auf Briefen erkennen möchte. Und das Problem ist nun, dass jeder Mensch die Ziffern anders schreibt und deswegen ist es schwer für den Computer zu erkennen, die Ziffern korrekt zu erkennen. Also ein typischer Fall für ein neuronales Netz. Und was passiert da jetzt im neuronalen Netz? Nun zunächst mal, die Eingangsdaten sind jetzt ein Bild. Und so ein Bild im Computer wird ja mit einer gewissen Auflösung abgespeichert. Hier zum Beispiel ein Bild von 28 mal 28 Pixeln, also insgesamt, wenn man nachzählt, 784 Pixel, kleine Bildpunkte. Und jeder Bildpunkt hat einen Wert, zum Beispiel weiß könnte 1 sein, schwarz könnte 0 sein und grau könnte 0,5 oder irgend sowas sein. Und diese 784 Werte der Bildpunkte, die gehen nun als Eingangsdaten in die unterste Schicht des neuronalen Netzes. Ja, das sind die Eingangswerte. Und dann passiert dieser Berechnungsprozess, den ich vorhin angedeutet habe, Schritt für Schritt, Schicht für Schicht. Und die Frage ist jetzt, was sind die Ausgangswerte, was sind die Ergebniswerte dieses neuronalen Netzes? Nun, das sind hier genau 10 Neuronen. Warum 10? Weil 10 reicht genau aus, um die 10 verschiedenen Ziffern zu kategorisieren. Die Sache ist hier so, nämlich so gestrickt, wenn das neuronale Netz sehr gut trainiert ist, dann wird genau bei der korrekten Ziffer ein großer Wert aufleuchten, zum Beispiel eine 1, das Neuron an dieser Stelle hat dann den Wert 1,
Und bei allen anderen Ziffern, die eben nicht erkannt worden sind, die nicht im Bild zu sehen sind, gibt es eine Null. Ja? Und so sieht man schon, kann das neuronale Netz im Prinzip mir sagen, welche Ziffer wurde in dem Bild erkannt. Und die Frage ist natürlich, es muss erstmal trainiert werden an vielen 10.000 solchen Bildern, bei denen bekannt ist, was die korrekte Aussage wäre. Und dann wird es auch gut genug werden, um diese Ziffern zu erkennen. Okay. Ein kurzes Zwischenspiel, eine kurze Geschichte der neuronalen Netze. Die Sache begann, wie gesagt, schon in den 50er Jahren. Es gab da einen bekannten Workshop, an dem sich Wissenschaftler getroffen haben. Dann gab es eine sehr schöne Idee, die nannte sich Perzeptrone. Im Prinzip gab es da schon alle Zutaten, die wir auch heute von neuronalen Netzen kennen, bis auf eine, nämlich wie man effizient trainiert. Und dieser effiziente Trainingsmechanismus, dieser Algorithmus, der wurde dann eigentlich schon in den 70er Jahren entdeckt, aber dann geriet er in Vergessenheit und wurde in den 80er Jahren nochmal entdeckt. Und der ist sehr, sehr wichtig. Denn nur dadurch, dass man sehr extrem effizient trainieren kann, ist die ganze Sache überhaupt praktikabel. Dann gab es in den 80er und 90er Jahren interessante Entdeckungen, zum Beispiel Netzwerke, die Gedächtnis haben, sogenannte rekurrente Netzwerke, Netzwerke, die Bilder sehr effizient verarbeiten können, sogenannte Faltungsnetzwerke. Und ab den 2000ern hat man begonnen, Netzwerke mit sehr vielen Schichten zu trainieren. Das sind dann auch diese Netzwerke, die 2012 zum Beispiel begonnen haben, diese Bilderkennungswettbewerbe zu gewinnen. Und dann schließlich 2015 gab es diesen anderen Meilenstein, den ich vorhin schon erwähnte, dass ein tiefes Netz tatsächlich so gut geworden ist, dass es die weltbesten Experten in diesem Brettspiel schlagen kann. So, das war eine sehr kurze Geschichte der neuronalen Netze. Wenn man zuerst in Kontakt kommt mit neuronalen Netzen, dann ist man extrem begeistert, zumindest war ich extrem begeistert, was die alles machen können. Aber hier ist ein kleines Wort der Warnung, Vorsicht sozusagen, nicht zu sehr begeistert zu sein. Zunächst mal das Training eines solchen neuronalen Netzes ist ein sehr komplizierter, der Mathematiker würde sagen, nicht linearer Prozess und auch zufallsgelenkter Prozess, wie wir gerade auch an dem Beispiel gesehen haben, wo es so ein bisschen fluktuiert hat. Und dieser Prozess ist überhaupt nicht gut verstanden. Es kann auch manchmal sein, dass das neuronale Netz nicht gut trainiert und dann startet man nochmal von vorne mit anderen zufälligen Anfangswerten und dann kann es gut trainieren. Also das ist so ein bisschen Glücksspiel beinahe. Es hängt weiterhin entscheidend davon ab, wie viele Trainingsdaten man hat und auch wie gut die sind. Es ist klar, wenn man nur ein paar Dutzend Trainingsdaten hat, dann braucht man gar nicht erst anfangen. Und auch wenn die Trainingsdaten teilweise falsch markiert sind, sozusagen da ist ein Bild von einer Katze, aber der Mensch, der das klassifizieren sollte, sagt, das war ein Hund, dann ist natürlich auch nicht gut für das neuronale Netz. Dann lernt es was Falsches. Und dann schließlich, selbst wenn das neuronale Netz extrem gut und leistungsfähig ist, das heißt, alle Bilder korrekt erkennt, dann bedeutet das nicht, dass man sich zurücklehnen kann. Denn nur weil das neuronale Netz gute Ergebnisse liefert, heißt das nicht, dass man selber richtig verstanden hat, was die Daten bedeuten. Das ist auch allgemein in der Statistik so. Man kann nicht einfach ein mathematisches Verfahren anwenden und dann denken, das wird schon alles passen, was da rauskommt. Und schließlich und endlich, man möchte eigentlich auch gerne verstehen, was in den neuronalen Netzen passiert. Warum liefert es dieses Resultat? Und diese Frage zu beantworten ist extrem schwierig. Leute arbeiten natürlich daran, sozusagen in das neuronale Netz hineinzuschauen, aber es ist schwierig. Es ist schwierig, aber andererseits auch sehr wichtig, denn wenn wir neuronale Netze dafür verwenden, irgendwelche wichtigen Entscheidungen zu treffen, zum Beispiel zu sagen, ob jemand einen Kredit bekommen sollte oder nicht, dann wäre es doch gut, wenn wir wüssten, warum das neuronale Netz so und nicht anders entscheidet. Okay, nun möchte ich schon zu den ersten Anwendungen in der Wissenschaft kommen. Ein klassischer Anwendungsfall beinahe ist in der Chemie. Wenn Sie ein Molekül haben, dann interessieren Sie sich, was sind die Eigenschaften des Moleküls? Und eine der einfachsten Eigenschaften ist die sogenannte Bindungsenergie. Wenn die Bindungsenergie sehr klein ist, also sehr negativ,
wenn die Bindungsenergie einen sehr großen absoluten Wert hat, dann ist das Molekül sehr stabil. Wenn es nicht so ist, dann ist das Molekül eben weniger stabil. Das interessiert einen. Und es gibt Computeralgorithmen, die aus der molekularen Struktur die Bindungsenergie berechnen können. Nur leider sind die sehr aufwendig. Ja, da wartet man lange auf einen Supercomputer, bis da endlich das Ergebnis kommt. Und dann haben Leute die Idee gehabt, wir könnten ja aus bekannten Bindungsenergien, die entweder empirisch bekannt sind oder mit einem Computer berechnet worden sind, ein neuronales Netz trainieren, sodass irgendwann das neuronale Netz zumindest in der Lage ist, angenähert uns Vorhersagen zu machen. Wir geben die molekulare Struktur vor und anstatt die aufwendige Rechnung mit einem Supercomputer zu machen, fragen wir einfach unser neuronales Netz. Und das funktioniert schon ganz gut. Ein anderes Beispiel ist in der Materialwissenschaft. Man möchte gerne wissen, wenn ich diese und jene Atome, also Elemente, zusammenkippe, was für ein Kristall zum Beispiel kommt daraus? Was ist die Kristallstruktur? Wann schmilzt der Kristall und so weiter? Und auch da versucht man, neuronale Netze zu trainieren. Andere Beispiele kommen aus der Strukturbiologie beispielsweise. Man kennt zum Beispiel die Sequenz eines Proteins, aber man möchte wissen, wie faltet sich das Protein. Das ist nämlich extrem wichtig für die Funktionsweise des Proteins und das ist eine sehr nicht triviale Frage, weil die Proteine sind sehr groß und bestehen aus sehr vielen Atomen. Und auch da sind neuronale Netze inzwischen sehr erfolgreich. Und dann schließlich auch das Design von Medikamenten. Also man hat zum Beispiel ein Molekül und man möchte wissen, wäre das Molekül denn überhaupt aktiv? Würde es irgendwo in einer Zelle irgendeine Art von Reaktion auslösen? Und gleichzeitig möchte man wissen, ist es denn giftig? Ja, es reicht ja nicht aus, wenn es aktiv ist, aber dann gleichzeitig giftig ist. Und auch da trainiert man neuronale Netze anhand großer Datenbanken, die man schon parat hat, sodass die neuronalen Netze dann auch in der Lage sein werden, dieselben Vorhersagen, zumindest angenähert, zu treffen für Moleküle, die man noch nicht im Labor ausprobiert hat. Okay. Und ganz allgemein können neuronale Netze verwendet werden in allen Gebieten, wo richtig große Datenmengen verfügbar sind. Aha, hier gab es schon eine erste Frage. Wie tief sind typische neuronale Netze? Das heißt, wie viele Schichten liegen zwischen Eingabe und Ausgabe? Nun, wenn wir mit neuronalen Netzen rumspielen, dann sind wir oft mit 5 oder 10 Schichten zufrieden. Aber diese Informatiker, die sich an den an der Bilderkennung versuchen, die gehen auch leicht und locker bis Hunderten von Schichten. Dann müssen sie aber spezielle Strukturen aufbauen. Das heißt, da muss man schon genau wissen, was man tut, weil ansonsten hat man kein Glück und die bleiben beim Training stecken. Okay, und hier auf der vorhergehenden Folie kam kurz das Stichwort Medikamentendesign. Und das ist vielleicht deswegen auch kein Wunder, dass auch neuronale Netze momentan aktuell verwendet werden, um Medikamente gegen den Coronavirus zu finden, um einerseits mögliche Medikamente zu finden, auch andererseits mögliche Impfstoffe zu finden, andererseits auch Statistiken auszuwerten. Und ich möchte hier nur kurz darauf hinweisen, es gibt in Europa seit recht kurzer Zeit eine Art europäisches Netzwerk für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen. Es nennt sich ALICE. Und die haben ein öffentlich zugängliches Online-Seminar, wie man künstliche Intelligenz verwenden kann im Kampf gegen Corona. Und das nächste Online-Seminar findet am 10. Juni statt. Das ist natürlich auf Englisch in dem Fall. Und wenn Sie sich dafür interessieren, gehen Sie auf die Webseite alice.eu. Da finden Sie dann Näheres. Okay, nun aber zu den Anwendungen in der Physik. Und die sind besonders aktuell geworden seit 2016. Ich sagte schon, in der Informatik und in der Technik gibt es den großen Boom neuronaler Netze seit 2012 und dann hat es auch langsam in der Physik angefangen. Was man sich schon denken kann, alle Bereiche, wo Bilderkennung irgendwie im Spiel ist, sind natürlich ein guter Kandidat dafür, neuronale Netze zu verwenden. Hier habe ich nur ein mögliches Beispiel. Galaxien kommen in vielen verschiedenen Formen daher und man hat neuronale Netze tatsächlich darauf trainiert, aus Bildern von Galaxien dann zu klassifizieren, welcher Typ von Galaxis das ist. Hier ist ein anderes Beispiel von Bilderkennung, zum Beispiel magnetische Materialien. Stellen wir uns vor, dass wir
hinein, mit dem Mikroskop hineingehen könnten in ein magnetisches Material. Und jeder Bildpunkt hier soll einen Elementarmagnet repräsentieren, einen Spin, wie der Physiker sagen würde. Und er kann in zwei verschiedene Richtungen weisen, der Elementarmagnet. Sagen wir, gelb weist nach oben und blau weist nach unten. Und das Bild, wie man es hier sieht, das wäre bei hohen Temperaturen. Da sind die sozusagen sehr unregelmäßig. Es sieht aus wie Rauschen. Manche zeigen nach oben, manche zeigen nach unten. Ist keine Struktur erkennbar. Wenn ich jetzt abkühle zu tieferen Temperaturen, dann sehe ich ein Bild wie dieses hier. Das heißt, es bilden sich größere Bereiche, denn es gibt eine Tendenz, diese Elementarmagneten sich gemeinsam auszurichten. Ist immer noch ein bisschen ungeordnet, aber es gibt schon größere Bereiche, wo sie gemeinsam ausgerichtet sind. Und dann kann ich zu noch tieferen Temperaturen gehen und irgendwann entscheiden alle, dass sie eigentlich genau in dieselbe Richtung zeigen wollen, mit Ausnahme von ein paar Abweichlern, die man hier so sieht. Und zusammengefasst wäre das genau das, was man den Phasenübergang zwischen zur ferromagnetischen Phase benennt. Das heißt, nach rechts aufgetragen die Temperatur, bei hohen Temperaturen nochmal die ungeordnete Phase, wo die Elementarmagnete machen, was sie wollen. Bei sehr tiefen Temperaturen zeigen alle in dieselbe Richtung. Das wäre dann die ferromagnetische Phase. Das ist dann wirklich wie ein echter Stabmagnet, wie Sie ihn kennen. Und dazwischen irgendwo liegt der sogenannte Phasenübergang, wo eben dann zum ersten Mal man wirklich diese ferromagnetische Phase beginnt zu sehen. Und diese Bilder, die ich hier so suggestiv zeige von den Magnetisierungsmustern, ja, das sind eben Bilder. Und das heißt, man kann tatsächlich auch ein neuronales Netz darauf trainieren, die verschiedenen Phasen zu erkennen. Zum Beispiel würde es dann sagen, ja, rechts, das ist die ungeordnete, sogenannte paramagnetische Phase. Und da links, das ist klarerweise die geordnete Phase. Und dazwischen hätte das neuronale Netz Schwierigkeiten. Und an der Tatsache, dass es Schwierigkeiten hat, die Phase richtig zuzuordnen, merkt man, man ist am Phasenübergang. Und dieses Grundprinzip ist tatsächlich ausgenutzt worden. Und man kann auch versuchen, man versucht heutzutage, die neuronalen Netze so trainieren, dass sie Phasen erkennen, die sozusagen noch gar nicht, die auch für Menschen noch gar nicht bekannt sind. Gut, das war aus der statistischen Physik, aus der Physik sozusagen von Temperaturphänomenen. Hier ist ein weiteres Beispiel, Messungen auszuwerten. Wenn Sie an physikalische Messungen denken, denken Sie vielleicht an sowas wie, ich weiß nicht, ich messe die Zeit, wie ein Lichtpuls bis zum Mond braucht oder so. Und dann kann man das sehr präzise messen. Aber sehr oft in echten physikalischen Experimenten hat man ein Messsignal, was eher sehr stark fluktuiert, was sehr starken zufälligen Schwankungen ausgesetzt ist. Und hier ist so ein typisches Beispiel, was aus einem echten Experiment stammt, aus der Gruppe von Irfan Siddiqui in Berkeley in den USA. Hier ist die Spannung gegen die Zeit aufgetragen. Und die Tatsache, dass diese Kurve so zackig aussieht, hoch und runter geht, bedeutet einfach, die Spannung rauscht. Man hat ein Rauschen da drauf. Ja? Und diese Spannung hier hat aber eine spezielle Bedeutung. Die ist eigentlich ein Messsignal, welches mir sagen soll, was ein bestimmtes physikalisches Objekt, in welchem Zustand das physikalische Objekt gerade ist. Und dieses Objekt ist ein sogenanntes ein Quantensystem, sogar ein sogenanntes Quantenbit. Wir kommen kurz später darauf zu sprechen. Und das Problem ist nun, wie kann ich aus diesem verrauschten Signal trotzdem noch zuverlässig etwas lernen über den Zustand meines Quantensystems? Und was man machen kann, ist, man kann tatsächlich ein neuronales Netz darauf trainieren, aus so einem sehr verrauschten Signal zuverlässig den Zustand des Quantensystems abzuleiten. Einfach, indem man es wieder sehr, sehr oft trainiert auf Beispielen, wo der echte Zustand schon bekannt ist. Und wenn es dann oft genug trainiert wurde, kann es auch Beispiele korrekt interpretieren, die es noch nicht zuvor gesehen hat. Okay. Und jetzt möchte ich etwas besonders Interessantes besprechen, nämlich das sogenannte selbstständige Lernen. Was ich nämlich bisher beschrieben habe, nennt sich überwachtes Lernen. Das ist sozusagen der Normalfall für neuronale Netze. Das ist dieses Training, von dem ich redete. Und wenn man das auf Menschen überträgt, bedeutet das ja im Prinzip, wir haben einen Lehrer, der stellt nicht nur die Fragen, sondern er kennt auch die korrekten Antworten. Und einen Schüler, der lernt so langsam im Laufe der Zeit, welche Antwort zu welcher Frage gehört. Und irgendwann kann der Schüler vielleicht Fragen beantworten, ohne
dass ganz konkret die Antwort schon vorgegeben wird. Das ist ganz gut für manche Fälle, für die Bilderkennung taugt es offenbar, aber das Endergebnis wird offenbar nie besser werden als der Lehrer, nicht wesentlich besser. Und das ist nun aber nicht, was man sich vorstellt von einem richtig guten Schüler oder von einer richtig guten Schülerin oder von einem Wissenschaftler. Denn da hat man doch eher die Vorstellung, man möchte was Neues entdecken. Die Frage ist aber, wie kann man was Neues entdecken, wenn niemand einem sagt, was ist die korrekte Antwort? Und die einzige Methode, die wir eigentlich kennen, egal ob der Laie oder Albert Einstein, ist sozusagen Dinge auszuprobieren, zu schauen, ob es funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, dann macht man es halt nicht nochmal. Wenn es funktioniert, dann macht man es mal. Wenn es funktioniert, dann macht man es. Und dann verändert man es vielleicht ein bisschen. Wiederholt die Dinge, die gut laufen und variiert sie ein bisschen und überlegt sich, wie könnte man es weiter variieren. Und auf diese Weise kann man tatsächlich beliebig gut werden. Das heißt, es ist auf Englisch gesprochen ein Trial-and-Error-Prinzip. Man probiert Dinge aus und schaut, was passiert. Und der Informatiker, der würde sich vorstellen, da ist ein kleiner Roboter, der interagiert mit der Welt. Die Welt ist hier dargestellt als diese Bauklötze, die er bewegen kann. Und schematisch gesehen würde man das so darstellen, der Roboter kann die Welt um sich herum beobachten. Diese Beobachtung wird in ein neuronales Netz gesteckt. Das neuronale Netz als Ergebnis wird sagen, was sollte die nächste Aktion sein, was sollst du tun, welchen Klotz sollst du aufgreifen zum Beispiel. Und diese Aktion wird dann ausgeführt. Und dadurch, dass diese Aktion ausgeführt wird, verändert sich natürlich die Welt, weil der Klotz hat sich verschoben beispielsweise. Und dann wird sich auch die Beobachtung verändern, die nächste Aktion, die vorhergesagt wird, wird anders ausfallen und so weiter. Und man geht dann Schritt für Schritt durch. Das heißt, das neuronale Netz definiert hier eine gewisse Strategie, die dieser Roboter ausführt. Und die Idee ist nun, dass vielleicht am Ende dieser Strategie die Belohnung sehr schlecht ausfällt, weil ein gewisses Ziel wurde nicht erreicht. Es wurde nicht geschafft, die Bauklötze schön übereinander zu stapeln. Und manchmal aber per Zufall gelingt etwas, was in die richtige Richtung geht. Und dann werden alle diese Aktionen, die gemacht worden waren, verstärkt. Das heißt, das neuronale Netz wird in seinen Gewichten so verändert, dass diese Aktionen, die offenbar irgendwie gut waren, in Zukunft verstärkt vorkommen werden. Und sowas nennt sich verstärkendes Lernen. Und man muss immer noch wissen, was zählt als gut und was ist als schlecht. Aber man braucht keinen Lehrer, der einem vorgibt, welche Aktionen genau in welcher Reihenfolge zu tun werden. Und es ist dieses verstärkende Lernen, was dann verwendet wurde, um dieses Brettspiel Go auch gegen die weltbesten Spieler zu gewinnen. Und was ich hier auftrage, ist nur ein bisschen ein Blick hinter die Kulissen, was da passiert. Das Computerprogramm nannte sich dann AlphaGo Zero. Nach oben aufgetragen ist die Spielstärke, weiter oben ist besser. Nach rechts aufgetragen ist die Trainingszeit in Stunden. Die haben natürlich sehr leistungsfähige Hardware. Das ist ein Team von Google im Wesentlichen. Also die haben extrem leistungsfähige Hardware. Und was Sie zuerst sich anschauen sollten, ist diese violette Kurve. An der violetten Kurve sehen Sie, es wird schon besser im Laufe der Zeit und irgendwann stagniert es. Und das ist das sogenannte überwachte Lernen, dieses simple Training. Man hat also viele, viele Spiele von Experten beobachtet. Und man trainiert dann darauf, dass das neuronale Netz genau das wiederholt, was der Experte in derselben Situation tun würde. Okay, ist schon ganz gut, aber noch nicht besonders gut. Und dann diese blaue Kurve im Hintergrund, das ist dieses verstärkende Lernen, was ich gerade erwähnt habe, wo der Computer sozusagen von selber ohne menschliche Hilfe draufkommt, was sind die guten Züge, indem er immer belohnt wird, wenn er das Spiel gewinnt. Und gegen wen spielt er das Spiel? Nun, das ist das Lustige dabei, er spielt das Spiel gegen sich selbst. Ja? Er trainiert ständig gegen sich selbst. Man sieht, am Anfang ist er natürlich längst nicht so gut, als wenn er von Experten lernen würde. Da ist er tatsächlich schlechter als das. Aber am Ende wird er doch tatsächlich besser. Er wird besser als die besten Experten. Und das finde ich so amüsant, weil das ist auch etwas, was man in der Wissenschaft manchmal beobachtet, wenn sie Biografien lesen. Dann sind manchmal die Autodidakten, die am Anfang sozusagen sich nicht nach dem Lehrbuch gerichtet haben,
sind die, die am Ende vielleicht die allerbesten Ideen haben. Und ähnlich passiert es hier mit dem Computer. Okay, und jetzt zu guter Letzt möchte ich zu unserer eigenen Forschung kommen. Ein Thema, was wir bearbeitet haben, war die sogenannte Quantenfehlerkorrektur und wie man neuronale Netze darauf anwenden kann. Jetzt muss ich zuerst sagen, worum es im Prinzip überhaupt geht. Es geht um Quantencomputer, vielleicht haben Sie davon schon gehört. Im Prinzip, also zunächst mal, momentan gibt es keinen wirklich funktionierenden Quantencomputer. Es gibt nur kleine Prototypen, an denen man die Sachen studiert. Diese Quantencomputer sollen zukünftig sehr spezielle Aufgaben extrem viel schneller bearbeiten können als normale, sogenannte klassische Computer, indem sie eben spezielle Eigenschaften der Quantenphysik ausnutzen. So ein Quantencomputer ist aus einzelnen Bits aufgebaut, so wie auch ein ganz normaler Computer einzelne Bits hat, in denen Information gespeichert ist. Diese Bits heißen dann Quantenbits, also Qubits. Und hier habe ich schematisch aufgezeichnet, 4 von denen am Ende für einen richtig guten Quantencomputer bräuchte man natürlich 100.000 oder 1 Million. Aber hier starten wir mal bescheiden. Momentan ist man im Labor bei so circa 50 Qubits angelangt. Es gibt viele Probleme mit Quantencomputern, sonst hätte man die ja schon, sonst gäbe es die ja schon zu kaufen. Das größte Problem ist gewissermaßen, Rauschen in der Umgebung führt zu Fehlern im Quantencomputer. Dieses Rauschen kann zum Beispiel dieses Spannungsrauschen sein, was ich vorhin erwähnte. Wenn Sie ein ganz altertümliches Telefon mal verwendet haben und den Hörer abnehmen, dann hören Sie da auch so ein Rauschen. Das ist die Art von Rauschen, von dem wir reden. Und diese Quantencomputer sind nun sehr, sehr störanfällig gegen das Rauschen. Das kann Rauschen von elektrischen Feldern sein oder magnetischen Feldern, ganz egal. Die Frage ist, was macht man nun? Und unsere Idee war, man könnte ein neuronales Netz damit beauftragen, eine Strategie zu entdecken, die hilft gegen diese Fehler, die vom Rauschen erzeugt werden. Und das ist nun wieder in diesem verstärkenden Lernen gedacht. Das heißt, wir wissen ja nicht, was ist die gute Strategie. Wir haben keinen Lehrer, der uns sagt, was wäre die gute Strategie. Aber wir wissen zumindest, wann eine Strategie gut ist, nämlich wenn am Ende möglichst wenige Fehler passiert sind. Ja, also das können wir schon sagen. Und das heißt, wir haben hier wieder dieses übliche Bild, da ist das neuronale Netzwerk. Es soll mithilfe von verschiedenen Aktionen die Qubits, den Quantencomputer, kontrollieren. Und es soll dann auch wieder Beobachtungen machen, zum Beispiel Messungen ausführen, um zu wissen, was es als nächste Aktion durchführen sollte. Ja, das ist diese übliche Schleife, die ich vorhin am Beispiel dieses kleinen Roboters erklärt habe. Was sind jetzt die Aktionen? Nun, hier sind so ein paar Symbole aufgezeichnet, die der typische Quantencomputer-Experte verwenden würde. Das X hier bedeutet einfach nur, dass man ein Bit flippt, also aus 0 wird 1 und aus 1 wird 0. Und dann kann man Messungen durchführen und auch kompliziertere Aktionen, zu denen ich gleich komme. Und die Beobachtung, wie ich schon sagte, das wären Messungen, die man durchführt, um zum Beispiel festzustellen, ob ein gewisses Quantenbit jetzt im Zustand 0 oder im Zustand 1 sich befindet. Und nur um zu zeigen, wie das ablaufen würde. Man würde also an einer Stelle ein Qubit initialisieren mit einem Quantenzustand. Man würde dann vielleicht versuchen, verschiedene dieser Aktionen anzuwenden. Eine Aktion habe ich hier angedeutet, sogenannte kontrollierte NOT. Das heißt, das zweite Qubit wird geflippt, aber nur dann, wenn das erste Qubit 1 war. Wenn das erste Qubit 0 war, wird es nicht geflippt. Das ist also so eine Art, ja, die Programmierer unter Ihnen würden das als If-Then-Abfrage bezeichnen. Also man macht ein Qubit abhängig davon, was in dem anderen Qubit schon war. Gut, und man würde dann, wenn man gar nichts weiß und weiß nicht, was ist die richtige Strategie, um Fehler zu vermeiden, würde man planlos irgendwelche Aktionen ausführen, irgendwann würde man messen und dann hat man aber vielleicht dadurch einen Fehler gemacht, weil vielleicht gerade diese Messung von der Sorte war, dass sie den Quantenzustand erst recht zerstört, weil viele Messungen sind tatsächlich eher schädlich für Quantenzustände. Das ist also die Aufgabe, mit der wir das neuronale Netz beauftragt haben. Man hat Qubits, man hat Rauschen, du darfst Aktionen machen und dein Ziel ist aber, die Fehlerrate zu verringern durch diese Aktionen und nicht etwa die Sache noch schlimmer zu machen. Und was man nun hier sieht, sind verschiedene Stadien des Trainings.
Am Anfang ist das Netzwerk noch ganz schlecht. Da macht es planlos irgendwelche Aktionen. Also sagen, der Experte würde draufschauen und die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Nachdem es etwas mehr trainiert hat, findet es dann einen sehr cleveren Trick, um die Quanteninformation zu verteilen über mehrere Qubits. Und am Ende findet es dann auch sehr schlaue Messungen, die die Quanteninformation nicht zerstören, sondern eher dazu geeignet sind, mögliche Fehler zu entdecken. Und danach fängt es dann sogar an, diese Fehler zu korrigieren. Das ist also ein sehr schönes Beispiel dafür, wie ein neuronales Netz selbstständig so Fehlerkontrollmechanismen erfinden kann. Okay, ich bin schon praktisch am Ende angelangt. Das war also ein Beispiel aus unserer aktuellen Forschung. Ich möchte noch einen kleinen Ausblick geben, auch an den Dingen, die wir momentan uns anschauen. Und die Frage wäre, könnte man den künstlichen Forscher basteln? Ja? Also hier habe ich schematisch angedeutet, den kleinen Roboter, der macht ein Experiment, lässt eine Kugel fallen, beobachtet, wie die Kugel fällt und denkt sich dann eine Formel dazu aus, was das bedeuten kann, wie das physikalisch beschrieben werden könnte. Wenn man das jetzt ein bisschen schematischer darstellt, dann könnte man sagen, wie läuft denn Wissenschaft allgemein ab? Ja? Wir machen ein Experiment, wir analysieren dann dieses Experiment, wir nehmen irgendwelche Daten auf, wir machen eine mathematische Auswertung und so weiter. Aus dieser Analyse ergibt sich vielleicht eine Hypothese darüber, welche Formeln die Welt korrekt beschreiben. Vielleicht sind die nur angenähert gültig, vielleicht sind sie sogar falsch, aber immerhin haben wir eine Hypothese. Und dann schlagen wir weitere Experimente vor, nämlich gerade solche Experimente, die besonders gut dazu geeignet wären, um vielleicht diese Hypothese zu falsifizieren, also zu Fall zu bringen, zu sagen, nein, nein, das war falsch, diese Formel. Ja? Man denkt sich immer gerade die Experimente aus, die den schärfsten Test darstellen. Nicht die simplen Experimente, wo man wieder in denselben Parameterbereich geht, wo man vorher schon war, sondern eben die eher kritischen Experimente, wo die Hypothese vielleicht zu Fall gebracht wird. Und dann geht diese Schleife weiter, man analysiert wieder die neuen Experimente, stellt vielleicht eine verfeinerte, verbesserte, korrekte Hypothese auf und dann geht es so weiter. Und die Frage wäre, ob der Computer diese Schritte übernehmen kann, ob das neuronale Netz zum Beispiel nicht nur für die Analyse gut ist, das habe ich ja schon gezeigt, es kann die Daten auswerten helfen, es kann die Galaxien erkennen oder so, sondern ob es auch in der Lage dazu ist, eine clevere Hypothese aufzustellen, zum Beispiel für mögliche Formeln, die die Welt beschreiben, wenn ich jetzt an Physik denke, und auch zu sagen, welches nächste Experiment irgendwie das aussagekräftigste wäre, um herauszufinden, ob diese Hypothese dann nun wirklich falsch oder richtig ist. Okay, ich bin am Ende angelangt. Ich habe hier keine ganz große Zusammenfassung, sondern ich will nur sagen, die künstlichen neuronalen Netze revolutionieren tatsächlich viele verschiedene Bereiche von Technik und Wissenschaft. Und was ich versucht habe, am Ende des Vortrags zu zeigen, ist, dass sie in Zukunft auch mehr und mehr dazu geeignet sein werden, selbstständig Dinge zu entdecken. So, und jetzt danke ich Ihnen schon mal für Ihre Aufmerksamkeit und bin gerne bereit, Fragen entgegenzunehmen. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten von Fragen. Es gibt dieses Q&A, Question and Answer, und es gibt den Chat-Kanal. Und außerdem können Sie auch im Prinzip Ihre Hand aufheben. Da gibt es dieses kleine Symbol und dann könnte ich Ihnen das Wort geben. Aber zuerst habe ich hier schon mal eine Frage in dem Q&A-Kanal. Wenn man ein neuronales Netz auf Quantenfehlerkorrektur trainiert, wie leicht kann man es auf andere Systeme übertragen? Beziehungsweise wie sehr lernt das Netzwerk die Charakteristika des Rauschens? Nun, die Antwort ist, zunächst mal ist es sozusagen optimiert für dieses spezielle System, für dieses spezielle Rauschen und diese spezielle Anordnung von Qubits. Und das ist sozusagen aus unserer Sicht zunächst einmal auch die Stärke, denn Menschen haben sich natürlich schon generisch irgendwelche Quantenfehlerkorrekturverfahren ausgedacht. Aber es ist eine Sache, die sozusagen auf dem Papier zu haben für das idealisierte System und eine ganz andere Sache, die dann in der konkreten Situation mit dem konkreten Rauschen auch tatsächlich anzuwenden. Und wenn man das jetzt versuchen möchte, auf leicht andere Situationen anzuwenden, manchmal kann es klappen, manchmal auch nicht.
Das ist natürlich schon deswegen interessant, weil momentan läuft das Training natürlich auf dem Computer. Das heißt, wir simulieren solch einen kleinen Quantenrechner. Wir schauen uns dann an, wir trainieren unser neuronales Netz und schauen, wie gut es wird. Am Ende wollen wir es natürlich aufs echte Experiment anwenden. Und es könnte sein, dass im echten Experiment zum Beispiel das Rauschen doch ein bisschen anders aussieht. Und wir überlegen uns da momentan, was wir in dem Fall dann machen könnten. Wir könnten zum Beispiel versuchen, dann im echten Experiment auch nochmal ein bisschen das Training weiterlaufen zu lassen, sodass das neuronale Netz, was ja schon ganz gut funktioniert, noch besser wird und sich noch besser dem aktuellen Rauschen anpasst. Und das dürfte manchmal vielleicht funktionieren, allerdings leider nicht immer, weil man kann sich Situationen vorstellen, wo sozusagen die beste Strategie schlagartig sich ändert, wenn sich irgendwelche Eigenschaften des Rauschens ändern. Wenn zum Beispiel ein Beitrag zum Rauschen wird stärker und plötzlich wäre die beste Strategie eine komplett andere. Und das wird dann ziemlich schwierig für das neuronale Netz zu erkennen. Okay, ich sehe schon im Chat eine weitere Frage. Okay, wie geht man das Problem an, dass man nicht mehr nachvollziehen kann, wie das Netz zu seiner Entscheidung kam? Ja, das ist in der Tat ein Problem, man fragt sich zum Beispiel, gegeben ein gewisses Ergebnisneuron, frage ich mich, auf welche Beiträge im Eingang hat es besonders stark reagiert? Ja? Wenn ich zum Beispiel an Bilderkennung denke, kann ich mich fragen, dieses Ergebnisneuron, was da eher auf Katzen anspricht oder so, oder ein Neuron in einer verborgenen Schicht, worauf reagiert es besonders? Und dann werden die Teile des Bildes sozusagen, wenn man das dann passend grafisch darstellt, werden diese Teile des Bildes beleuchtet, die sehr wichtig waren, damit das Neuron genau diese Entscheidung getroffen hat. Und dann sieht man vielleicht, worauf es sich konzentriert und dass es sich bei einer Katze, ich weiß nicht, auf die Form der Augen konzentriert oder so etwas. Ja. Das ist so eine Methode, die man da versucht anzuwenden. Aber ein ganz allgemeines Verfahren hat man eben noch nicht. So, ich sehe Gunther Hofmann eine Frage stellen. Sie können sprechen. Sie sind jetzt, ja, Sie könnten jetzt sprechen, Herr Hofmann, wenn Sie wollen. Okay, im Prinzip wären Sie in der Lage zu sprechen. Okay, ich höre Sie jetzt momentan nicht. Sie müssten sich vermutlich selber noch das Mikrofon anschalten in Zoom. Ich glaube, momentan ist Ihr Mikrofon noch ausgeschaltet. Ich gehe erstmal weiter in den Fragen. Herr Dörr, hallo. Sie dürfen jetzt im Prinzip sprechen. Ich glaube, Sie müssten sich selbst noch laut stellen, sozusagen, in Zoom. Okay. Ich weiß nicht, ob es da ein technisches Problem gibt oder so. Moment, ich mache gerade mal weiter. Hier die Frage, kann man den Vortrag nochmal anhören? Ja, ich habe aufgenommen. Und das heißt, nachher werde ich das dann auf die Webseite stellen. Hier sehe ich schon noch eine weitere Frage. Wie wesentlich ist die aktuelle Verbesserung bezüglich Quantenfehler in Ihrer Forschung? Etwa 5% weniger Fehler? Ich habe jetzt diese Zahlen nicht dabei, aber das sind dann schon eher für realistische Zahlen so Faktoren von 10 oder so, die man da herausholen könnte. Allerdings hängt es natürlich sehr stark davon ab, welches Typ von Rauschen man hat, was für Annahmen man trifft. Ja. Aber das sind dann nicht nur 5%. Helfen neuronale Netzwerke dabei zu verstehen, wie das menschliche Denken, Lernen funktioniert? Ja, das war tatsächlich eine der ursprünglichen Ideen und ich denke, zu einem gewissen Grad haben die dazu beigetragen. Es gibt trotzdem noch sehr viele Unterschiede. Also es gibt ja auch eine Gemeinschaft von Wissenschaftlern, die sich um die echten biologischen neuronalen Netze kümmern. Und zum Beispiel dieser Aufbau in Schichten, dieser einfache Aufbau, den ich geschildert habe, den findet man zwar an manchen Stellen, zum Beispiel in der Bildverarbeitung, wenn wir
wenn das Bild von der Retina kommt, von der Netzhaut, dann zumindest die ersten Verarbeitungsschritte sind wirklich einzelne Schichten. Und da sieht man dann auch sowohl in den künstlichen neuronalen Netzen als auch in den biologischen neuronalen Netzen ähnliche Strukturen. Beispielsweise in den ersten Schichten werden Kanten detektiert oder die Orientierung von Kanten. Und das hat eine sehr schöne Parallelität. Allerdings gibt es dann auch viele Bereiche wie das abstraktere Denken oder vielleicht die Sprachverarbeitung, die sind anscheinend deutlich komplizierter. Da spielen dann auch so Sachen rein, wie dass in unserem Gehirn bei den biologischen Neuronen es ja einzelne Pulse gibt, einzelne elektrische Pulse, und es manchmal wichtig zu sein scheint, ob die vielleicht miteinander synchronisiert sind und so. Und sowas wird in den normalen künstlichen neuronalen Netzen, die wir verwenden auf dem Computer, nicht wirklich abgebildet. Also es befruchtet sich gegenseitig, aber niemand würde jetzt sagen, dass die künstlichen neuronalen Netze genauso gestrickt sind wie die biologischen, weil das wäre vielleicht gar nicht besonders effizient. Es gibt andere Forscher, die dann die biologischen versuchen zu simulieren, aber das ist deutlich aufwendiger. Aber es gibt trotzdem ein schönes Wechselspiel. So, gibt es jetzt noch weitere Fragen? Aha, ich sehe schon weitere. Gibt es Anwendungsfälle, in denen man trotz bekanntem physikalischen Modell eine Analyse durch ein neuronales Netz einem Fit ans Modell vorzieht? Einem Fit ans Modell vorzieht. Nur wenn ich das Modell kenne, dann würde ich vermutlich mich immer eher aufs Modell verlassen. Es sei denn natürlich, das Modell auszuwerten, wäre extrem aufwendig. Auf gewisse Weise, wenn ich jetzt an die Quantenchemie denke, wir wissen ja im Prinzip, was die zugrunde liegenden Gleichungen sind, die Schrödinger-Gleichung für die Quantenphysik und so. Und dann nehmen wir einen Supercomputer, um die Vorhersagen zu machen. Aber es ist halt extrem aufwendig. Und da kann das neuronale Netz dann helfen, zu beschleunigen. Die Ergebnisse sind dann eben nur noch angenähert, richtig. Aber es beschleunigt immerhin. Eine Frage, wie können neuronale Netze das autonome Fahren weiterbringen? Gut, darin bin ich jetzt kein Experte, aber typischerweise geht es da dann auch um Bildverarbeitung, Bilderkennung. Ist natürlich ein ziemlich kritischer und gefährlicher Bereich, ja? Weil wenn ich dann denke, das ist ein Baum, der weit weg steht und in Wahrheit war es ein Auto, was nah dran stand, dann ist es halt nicht so gut. Ich kenne mich nicht mit den Details da aus, aber soweit ich weiß oder mir einbilde, werden dann auch verschiedene Systeme verwendet und das neuronale Netz wäre eines von den Systemen, aber man hätte natürlich Sicherheitssysteme, die ein bisschen primitiver sind, aber die man dafür besser durchschaut. Zum künstlichen Forscher, wird ein neuronales Netz je in der Lage sein, sich selber Fragen zu stellen? Nun, sich Fragen stellen ist ja ein bisschen das, was ich hier versucht habe anzudeuten in dem Schritt vielleicht zwischen Hypothese und Experiment. Also man stellt sich dann die Frage, meine Formeln sagen vorher, wenn dieser, was weiß ich, wenn die Temperatur besonders groß ist, dann müsste da was ganz besonders Komisches passieren. Wollen wir mal nachsehen, ob das auch wirklich so der Fall ist? Und zumindest diesen Schritt hoffen wir, also wir arbeiten auch da an sowas, dass das neuronale Netz oder vielleicht eine Kombination verschiedener Verfahren dann doch irgendwann machen kann. Und auf diese Weise könnte man sagen, der Computer hat sich dann selber eine Frage gestellt, nämlich, was wäre die interessanteste der nächste Versuch, das nächste Experiment? Wo sollte ich am besten was ausprobieren, damit ich die spannendste Beobachtung machen kann? Ja. Also in dem Sinne würde man sagen, stellt er sich dann selber eine Frage. Okay. Gut. Dann sehe ich vielleicht momentan keine weiteren Fragen. Dann danke ich Ihnen nochmal für die Aufmerksamkeit. Und wie gesagt, die Sache ist aufgenommen. Ich werde auch die Folien online stellen. Und dann hoffe ich, dass wir uns irgendwann auch wieder wirklich im Hörsaal treffen können. Vielen Dank.